Hey, hey, Hubix, jetzt in einer weiteren Folge Trackmania Turbo. Wir sind jetzt wieder hier mit Luca und wir spielen jetzt gerade. Hallo. Wie heißt's? Lagoon. Genau. Die neue. Ja, irgendwas mit Lagoon, bla bla bla. Und genau. Alter, ist die krass direkt. Alter! Boah, es ist komisch. Boah, weißt du, was mich das erinnert? One, two. Ja? Ich glaub so ein bisschen an Island und Snow. Island? Was für ein Island? Von Trickmania's Sunrise Extreme. Achso, ne, keine Ahnung. What the fuck? Ja, das ist extrem direkt. Alter, oh, die Steuerung ist. Oh Gott, das ist komisch. Ja, so wie bei Snow auch damals. Das ist extrem direkt. Alter Falter. Oh, 460. What the fuck? Das ist. Keine Ahnung. Was ist das für Strecke? Das ist, Aber gibt es keine Driftpunkte. Nee, ich glaube mit dem Auto ist es auch nicht wirklich. Das trifft sich von selber schon. Brauchst du nicht. Ja, meine ich ja. Brauchst du nicht. Boah. Schleudst du durch die Gegend, hä? Ich glaube, es liegt einfach an dem Motor. Ich habe noch nicht mal einmal eine Runde zusammengebracht, ne? Nee, ich wäre immer weggeschleudert. Boah, der eine Sprung vor dem letzten Checkpoint, der ist echt übel. Ja, den meine ich, ja. Der haut dich voll gegen den Checkpoint gegen. Ich habe trotzdem beide Zeiten mit Dingens gefahren. Ja, ich verstehe es. Ein Checkpoint-Klatscher. So. Oh mein Vielleicht Gott. Vielleicht bringe ich jetzt irgendwie was zusammen. Nee. Kommt mir das nur so vor, oder sieht die Vegetation eher mittelmäßig aus? Ja. Gerade nach dem ersten Checkpoint links, dieser grüne Berg. Das sieht extrem billig aus. Ja, weißt du, was wieder witzig ist? Ich habe heute ein Video angeschaut. Du weißt schon, welchen ich meine. Und also. Die quasi beim ersten Part 14 stehen hatten. Ja. Und ja, die haben gesagt, ja, für einen Open World, also für einen Sandkasten-Bauding schaut das echt geil aus. Das muss ich immer lachen, wenn ich dann deine Dinge höre. Ja, ich bin ins Ziel gekommen, aber. Das ist überhaupt nicht mein Snow damals, weil ich so schlecht. Ich meine, das sieht nicht schlecht aus. Ja, das stimmt. Aber. Ich weiß nicht, sieht so extrem billig aus. Die Vegetation zumindest. Ja. Aber es muss ja auch auf den Konsolen laufen, ne? Boah. Das Auto macht mich fertig, aber ich kann das schon sehen, wie hier geile Stuntstrecken zustande kommen mit dem Auto. Naja. Weil das ja übelst flippt. Und wendig ist. Wahrscheinlich Stadium und hier Lagoon. Palmen, ich verbessere mich in jedem Mal. Ich scheiße den Fahrer nicht. Die Palmen sehen von der Qualität her genauso aus wie Crysis im ersten. Nice. Von 2007. Ja, Luca, ich sag schon mal GG, ich komm da nicht zurecht, ne? Aber wie gesagt. Hast du überhaupt mit normaler Zeit? Ja. 21. Oh. 21, 41. 19, aber das Auto gefällt mir. Bis auf diesen einen Sprung vor dem letzten Checkpoint, bin ich eigentlich ganz gut damit klar. Ja, ich komme immer gleich nach dem zweiten Checkpoint oder was, wo ein kurzes Straßenstückchen ist aus der Bahn. Und dann in den Checkpoint, da fliege ich immer durch. Dann fahre ich in die Katzenstatue da rein. Die passen ja überhaupt hier nicht rein in die Map, wow. Alter. Ja. Na, die Fahrer müssen nicht auch befriedigt werden. Na, keine Ahnung, Lagoon ist neu, das muss jeder lernen, also easy. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das fahren kann, irgendwie mal. Aber ich möchte mal quasi nicht off-road fahren, sondern on track. Oh, 1908. Ich hatte gerade ein richtig gutes Gefühl bei meiner Zeit und dann war das plus irgendwie 2 Hundertstel. Ja, und ich bin irgendwie 55 Hundertstel schneller als du. Ja, ich weiß. Brauchst mal nicht in die Nase rein. Ach. Übrigens, letzte Folge ging es 2-2 aus. Mal schauen, bis diese Folge ausgeht. Geht's mit? Ja, ich werde wahrscheinlich mitzählen. Mit einem Counter. Ja, ha! 1897. Ach, fick dich.
Ja, GG, sag ich doch. Minus 59. 110. Ah, Mann. Ja, gut. Der Zocker. So einen geilen alten U-Player-Account. Ja, weil der andere schon benutzt wurde. Ja, meiner auch, leider. Naja, die war ja scheiße. Aber es liegt vielleicht an den Wagen, ich weiß es nicht. Ich fand die okay. Aber es war, glaube ich, auch nicht die erste Lagoon-Strecke. Ja, ich möchte mal auf jeden Fall fahren, auch wenn die quasi auf Straße sind. Ja, jetzt... Es gibt wieder vier Dinger nach vorne. Lol, Stunts? Gibt's denn eigene Tasten? Was? Es gibt eigene Tasten für Stunts? Okay. Weiß nicht. Boah. Stand nicht sehr schnell. Nee, es war gerade... Ja, lol, wirklich, es erinnert mich scheiße an Snow. Holy shit. Oh Gott, oh, what the... Oh lol, das sind die Magnetracks. Alter, what the fuck? Holy shit. Warte, oh Gott, das Ding steuert sich auf Straßen richtig übel. Lol, wie geil ist die Scheiße, bitte? Alter, stell dir das mal vor mit Oculus Rift, da wird mir jetzt schon schlechter. Das ist voll geil. Da wird mir... Hätte ich mega Bock drauf, aber ich... kein Geld für sowas. Ja, ich weiß, aber so, bei sowas wird mir sowas schon schlecht werden. Glaubst du, mir wird jetzt schon halbwegs... Engine off? Oh Gott. Was? Engine off. Oh. Okay, jetzt hier. Ja, das erinnert mich echt an Snow. An Snow und Island. Eine Mischung. Holy shit. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es mit den Magnetstrecken so krass wird. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht die erste Strecke mit Magnet-Dingern, sondern ja, irgendwie schon ein paar Strecken rein. 38,95 mit einmal zurücksetzen. What the fuck. Das mit Oculus wäre mega geil. Ja. Da wird mir jetzt schon halbwegs schlecht, Alter. Wie geil ist die Scheiße? Holy damn, hä? Oh nein. Weil ich bin rückwärts ins Ziel rein. Hab mich um 12 Sekunden verbessert. Easy. Überschlagen. Mm. Alter, das ist saugeil. Du beschleunigst echt. Alter, der Wagen steuert sich echt komisch. Ja. Auf Straße. Aber die Designelemente, die hier drin sind, die neuen. Das wäre lustig, damit Strecken zu erstellen. Oh ja. Das ist gleich wie mit Snow. Mit Snow konnte man früher die geilsten Strecken machen. Aber gefahren hat sich das Ding einfach so scheiße. Das war so ein Pickup, der quasi so ultra direkt war. Ein Pickup? Ja, halt so ein... Ne, mit Ladefläche halt, ne. War das halt ganz früher und... Wenn ich mich recht erinnere. Und... Alter, das war... Da hatte man so geile Designmöglichkeiten mit solchen Röhren. Ne? Aber... Mhm. Das Ding steuert sich so komisch auf Straße. Ich bin nur drauf immer recht klar. Auf Straße komme ich ein bisschen besser klar als wie auf Sand. Ich? Mhm. Ich komm schlechter klar. Also nicht. Alter. Das ist schon wieder verbessert. Es ist sehr ähnlich zu Valley. Tatsächlich. Was? Eher weniger. Na, so Valley nur noch direkter, kann man sagen. Und ein bisschen schneller. Achso, jetzt, naja, ich dachte, du meinst 2, wenn ich. Nee, nicht Rallye, sondern Valley hier. Ja, dann hast du recht. Aber es ist eben vielleicht nicht schlecht, weil sich damals schon Rallye und Snow ziemlich ähnlich angefühlt haben. Nur halt, dass der Unterschied war wegen Grip damals. Erstmal bin ich richtig gut in den Looping-Dingen rumgekommen und mittlerweile fliegt er jedes Mal die Traktion. Ja, same. Da fliegt er jedes Mal an der Seite raus. Oh ja. Weiß man, nee. Vor allen Dingen, ich lenke im Looping nicht, ne? Aber was. Ja, ich auch nicht und trotzdem bricht er raus. Ja, einmal werde ich noch fahren können, mit Glück, wenn ich eine schöne Zeit hinleg, zweimal. Die Magnetzone ist geil. Die Magnetzone ist Hammer. Weiß nicht, woran mich das erinnert. Tron? Oder meinst du ein Racing Game F-Zero vielleicht? Nee, vom Sound her an sich. Haben wir verbessert.
Einmal kann ich noch fahren. Ich finde noch geil, wenn du so ein bisschen schleudern kommst, die Zone, die bringt dich wieder komplett rein. Echt scheiße, dass man die Kamera nicht besser kontrollieren kann. Ich fahr jetzt geradeaus und er dreht sich schon wieder. Und ich flieg vorbei. Ich fahr gerade rein und er fährt dann schräg um. Ja. Und deswegen kann ich die Zeit nicht verbessern. Ich war gerade 1,5 Sekunden vom letzten Checkpoint fahren. Klasse Spiel, Leute! Ich bin die deutsche Übersetzung. Also 2-0 für Luca in dieser Folge, schaut schon mal scheiße aus für mich. Deadzone wurde schon wieder zurückgesetzt. What the f- Kein Wunder, dass sich das komisch angefühlt hat, das kann ja nicht wahr sein. Macht keinen Sinn. Alright, ich wollte auf gefällt mir, naja, egal. Kann ja nicht wahr sein, dass sich das nach jeder Strecke zurücksetzt. Das soll eine globale Einstellung sein und nicht, was soll die Scheiße? Ja. Das stimmt in der Tat. Musikbooster? Mit B? What the fuck? Ja, das habe ich dich gerade eben schon gemacht. Was ist das? Mit Back. Nicht mit B. B ist zurücksetzen. Oh, Stadium. Stadium. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Oh, Stadium! Ist mir gerade aufgefallen. Gönnen wir uns mal. Oh ja, Stadium, Junge. Geil. Oh. Stadium ist geil. Start. Stadium. Ich glaube, damit mit Musikbooster kannst du einfach Musik an- und ausmachen. Mir zumindest. Boah. Ja, dann habe ich die jetzt ausgemacht. Weil ich meine, Musik hin und her schön und gut, aber. Das die kommt immer nette wieder. Idee, aber. Ja. Muss nicht. Man kann es ja echt driften. Ja, leicht, aber doch. Aber echt minimal, das bringt dir kaum was aus. Das war in jedem Trackmania bis jetzt Stadium, außer im ganz, ganz ersten World quasi. Aber wenn du United Favor nimmst, ist es eigentlich erste Generation und. Und Trickmania 2, was ich nicht so gerne zählen mag, weil es ein Fail war. Echt? Ja, die haben halt mehr versprochen, als die gebracht haben. Das hab ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Weißt nur, dass. Lagune war damals schon geplant. Ja, ja. Oh. Ja, eben. Und. Das hab ich keine guten. Sah gerade so behindert aus, wie du dich verschlagen. Ja, ich weiß. Schaut echt dämlich aus. Ja, wir haben beide gleichzeitig gefällt. Mhm. Am selben Punkt. Das stimmt. Kann ich schlecht abschätzen, wie stark ich bremsen muss. Oder wie stark ich vom Gas gehen muss. Na gut, die kenne ich schon von früher, die fühlt sich exakt gleich an, also. Echt? Ja. Das ist, es gibt nicht mal neue Strecken, oder was? Nee, hab ich doch gesagt, die ganzen Strecken sind von Trackmania 2. Wow. Das habe ich schon bei Ding gesehen. Beim einen Livestream, den ich gesehen habe. Weißt du, auch bei Canyon, die sind alle vom 2er. Bei Valley weiß ich es nicht. Und bei Stadium, die waren auch schon dabei. Ja, die Valley-Strecken kannte ich nicht. Also die eine kannte mir bekannt vor, die wir gefahren sind. Vorhin. 24,92. Sehr schön. 24,95. Ja, 300stel. Ja. Easy. GG. Dass ich noch 2 Minuten hab. Ah ja, stimmt. Fuck, ich hab nur 006 gesehen, fuck. Also 06 gesehen halt. Ja, du bist halt so unterpimmelt. Was, unterpimmelt bin ich? Ja. Geil. Der letzte Sprung, da komme ich immer so scheiße auf, dass ich rumspringe. Ja. Warte mal, minus 32, 110. Nice. 21,62. 63. Jo, das machen wir schon noch, hab ich gehört. Nee. Ah doch.
Okay, vielleicht auch nicht. Ich glaube, ich werde mich nochmal verbessern. Oder? Ne, schade. Diese Brille gefühlt. Wo ich jetzt im Ernst bin. Ja, das kenne ich aber. Das sieht öfters mal, wo du denkst, ja, der ist geil, aber irgendwie war es doch nicht geil. Boah, das Musikding, jetzt geht mir langsam auf den Nerv. Ja, ich habe die Musik jetzt ausgeschaltet, tatsächlich. Weil es halt immer wieder die gleiche ist. Ja, weil die sich so abrupt teilweise ändert. Ja, ja, das ist immer dasselbe. Also, weil einfach irgendwie, was weiß ich, 40 Liter reinzupacken. Der Run könnte jetzt gut gewesen sein. Naja, besser ist mein voriger, aber nicht deine Zeit leider. Es geht heute an Luca scheinbar, ist ja die Folge. Und zwar klar und deutlich. Ah, wieder verbessert. Ja, sag ich doch, das wird an Luca gehen und zwar klar und deutlich. Driftest du beim Kran eigentlich? Nein. Ja, ich auch nicht. Drifte gar nicht. Ich hab das mal ausprobiert, ja, aber. Das driftest gar nicht? Ja. Okay. Du bist nicht absichtlich. Gut, ich bin die ganze gedriftet. Nein, 24, 88. Ja, das bringt dir ja nicht wirklich was. Ich meine, du lenkst genauso ja langsam. Außer dass du Spuren hinterlässt. Bin halt immer vom Rast kurz gegangen. Also einmal komplett losgelassen und direkt wieder Vollgas. Easy, ja, ja, dich fand ich okay. Es ist ziemlich beschissen, dass sie die ganzen Optionen von den vorherigen Teilen rausgenommen haben. Ja, stimmt. Was Anpassungen und sowas angeht. Ja, das ist echt schade. Ja, oder wegen scheiß Konsolen. Man soll die Konsolen ihre Version bekommen, aber dann sollen sie die PC-Version nicht anfassen dafür. Naja, ja. Ja, warum sollen wir die Absicht machen? Ja, ja, stimmt schon, stimmt schon. Okay. Gerade weil es immer ein PC-Spiel war. Das stimmt, immer. Oh ja. Außer war das nicht irgendwann mal auf der Wii draußen oder so? Nations vielleicht, ja. Ja, irgendeins war mehr. Also das eine ist, also das Stadium hier, ja, das kann schon sein. Das war halt Nations für. Das kann schon sein, das war ja gratis nachher. Das spielen ja ewig viele Leute noch immer. Nations. Ja. Nations ist ja mittlerweile das Aushängeschild für Trickmania. Boah, das Driften hier auf dem. Das ist komisch. Oh ja. Euer Ziel. Weil über dem Ziel steht Fertigstellen. Auf Deutsch. What? What the fuck? Da steht Fertigstellen dran. Ja, easy. What the fuck? Vielleicht meint er die Strecke fertigstellen. Bin erstmal. Ja, genau. Bin erstmal 13 Sekunden schneller als du. Ja, easy. Weil ich noch nicht. Weil ich zweimal zurückgesetzt habe. Und du hast übrigens die Folge schon gewonnen, also von dem her. Ja, ich wusste gar nicht, dass es so mitzählt, aber es ist kein Englisch. Ja, was? 3, 2, 1, go! Boah, ich bin gerade so richtig schlecht. Das nimmt wahrscheinlich, liegt wahrscheinlich ja drauf, dass ich aufnehme. Ja. Ja, klar, warum? Ihr meintest nur noch, dass deine FPS so ständig sind. Ja, meine ich ja. Wahrscheinlich nur Placebo-Regen aufnehmen. Ja, das ist halt der typische Aufnahmeeffekt, dass du es ist. Boah. So. Fuck. Alter, ich komm beim ersten Checkpoint nicht rüber. Wie beim ersten Checkpoint? Ich spring immer rechts gegen die Bande beim Checkpoint beim ersten. Sprich bei dem jetzt, ja. Echt? Ja. Jetzt bin ich einmal durchgekommen. Ja, meint damit, ja super. Oder was da auch immer steht. Ja, 26, 38 ist auch scheiße. Mann, Luca gewinnt die zu 0. Mann. Ist nicht so geil. Aber mehr war auch einfach nicht drin. Ja. Ich weiß nicht, haben wir in der ersten Folge 5 aufgenommen oder 4? Weiß nicht. Nicht drauf geachtet. Ich auch nicht, musste dann nachschauen auf jeden Fall, bevor ich hier scheiße laber, ja, mit dem 2:2. Da steht auf jeden Fall 3:0 für Luca, das heißt, er hat schon gewonnen, auch wenn es 4 oder 5 sind, ist es egal.
Das kann ich im Wettkampf draus machen. Ja, aber ist aber lustig, dass man ungefähr eine Statistik hat. Ja. Ich gehe in den Code nach dem Checkpoint-Sprung gar nicht mehr hin. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr scheiße hier gerade, aber Stadium lag mir noch nie so hundertprozentig. Hast du immer gesagt, Stadium war dein Favorit? Nein. Ich habe gesagt, Stadium fühlt sich noch gleich an wie vorher. Was habe ich gesagt? Hast du immer so angehört, als ob Stadium dein Favorit war? Stadium war nicht mein Favorit, sondern mein Favorit war beim letzten Trackmania Canyon. Ja. Und davor war es immer Bay. Bevor die neuen Namen kamen. Und ganz, ganz früher war es noch. Ich hasse Windows 10. Oh, mein Spiel ist abgeschmiert, glaube ich. Nein. Ja, mein Spiel ist abgeschmiert. Hat sich einfach geschlossen. Hot. Gut. Schön. Nice, liebe sowas. Nice, also mit Windows 7 läuft bei mir zumindest das alles. Aber Luca mit Windows 10. Wenn du es zu denen abgegradet hast, springt das nur noch rum. Komplett für den Arsch. Was hattest du für eine Zeit? 24 irgendwas? Weiß ich nicht. Ah, bist du denn noch drin bei mir? 24,71. Also zumindest deine Zeit ist noch drinnen. Kannst du mich einladen? Du kannst am gucken. Gehst unter Menü, aus der unter dem. Nee, ich bin bekannt. Nee, ich bin übers Overlay direkt gejoint. Oder das. Na gut. Aber fahren kannst du auf dem. Jetzt eh nicht mehr. Ja. Ich? Vorbei? Na gut. Dann bin ich wieder dran. Dann funktioniert das. Erster. Ja, fick dich. Im letzten Versuch, 24,55. Ja, easy. Nur weil es bei mir nicht funktioniert hat. Easy. Ja, 3-1, zumindest nicht zu 0 verloren. Eine Strecke geht noch. Dann machen wir 5 pro Folge, dann haben wir ungefähr 25 Minuten pro Folge. Passt das. Eigentlich genau 25 Minuten. Ja, die Ladezeit darfst du nicht vergessen, also ich schneide die raus. Ja. Also ich schneide die raus. Mal schauen, ob ich so Taten, volle Taten reinbringe, aber wahrscheinlich nicht. Nee. Kann ich hier jetzt schon voraussagen. Ja. Jetzt haben wir eigentlich alles gefahren einmal, ne? Das ist eigentlich der Dutchman, der immer in den Ins referenziert wird. Entweder ist es einer der besten Spieler oder einer der Entwickler. Bin mir da nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich wusste es mal, aber. Oh Gott, da geht's so hoch. Ah, oh, da ging's wieder runter. Nee. Das wird alles. Die kenne ich sogar noch. Die Strecke. Ja, fick dich. Ja. Drift, so ja, Teilstrücke kenne ich halt noch. Warum steht der Drift hier, wenn man da mit dem Driften alles verkackt? Fick dich. Frag ich mich auch. Oder Multilab. Oh. Oh nee. Ich dachte, du kennst ihn noch. Dann ist es. Ja, ich habe gedacht, so Teilstücke kenne ich noch, aber. Die war wahrscheinlich eh auch drin, aber ich kann mich halt nicht mehr so wirklich erinnern. Das Einzige, was halt neu ist bei den Strecken, zwar bei allen, ist die Deko. Aber. Ja, wow. Das Layout hat sich nicht so wirklich geändert von Trackmania 2 auf Trackmania 2. Du bist echt langsam, wenn du die Strecken hochfährst. Ja. Mir kommt vor, als mit der Version hat kein Auto mehr über 400 km/h. Tatsächlich. Das kann sein. Früher hatten die teilweise mit Island 700 km/h auf der Gerade mindestens. Ja. Die waren richtig übel, die Autos. Aber auch quasi so extrem rutschig, ja. Dann, wenn die quasi nicht wirklich eine extrem lange gerade A-Kurve hatten. Das ist schwierig zu beschreiben, da durftest du halt quasi nicht rutschen auch. Die waren so ähnlich wie. Quasi ja, ich verstehe Valley in der Richtung. Und Ultra High Speed halt. Alles ist halt auch Valley am Island und. Da hängt wohl einer an der Wand fest. Oh ja. Deswegen stellt auch Valley, Island und Rally zusammen. Stand. Ah lol, ich hätte nicht zurücksetzen sollen komplett. Mann, jetzt verliere ich eine ganze Runde. Eigentlich nicht drauf geachtet.
Aber ich hasse es, wenn Sprünge direkt nach einer Kurve kommen und du immer aufpassen musst, dass du dich nicht im Sprung nicht drehst oder so. Ja. Es ist Mystic. Ich mal Valley im Angelsport. Und Mystic Kacke, ja. Stimmt. 190 nur bergauf. Das ist so wenig bei Trackmania. Ja. 225 gerade. Normalerweise musst du immer über 300, wenn nicht über 400 sein. Ja. Ja, gerade mit dem Wagen hier. Ja. Hatte ich aber am Anfang einen Fehler gemacht und bin dadurch 6 Sekunden hin. Ja, das sackt halt dick. Ich kann nicht mehr auf meine Zeit schauen, weil ich quasi so fokussiert gerade bin, aber trotzdem eine Scheiße baue. Was hast du für eine Zeit, Luca? Kannst du mir das mal sagen? Kann ich dir nicht sagen. Gibt's nicht. Verbessere mich gerade. 25,48. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. 25,48, ja. Ich habe 27,08, also ich bin dann noch weit hinten, weil ich die ganze Zeit Mist baue. Auf irgendeinem Stück, irgendwo eckig immer an. Oh, auch die ganze Zeit Mist. Wow. Das ist auf die Nerven. Ich baue hier echt nur Kacke. Wow. Okay, das kannst du vergessen. Alter, bin ich grad scheiße. Boah, ich eck überall an. Die Runde kann ich auch schon wieder abschreiben. Ah, immer verbessert. 25, 28. Ja. Bist du in deiner besten Runde angeeckt? Ich weiß nicht. Kann sein. Alter, wie scheiße. Was ist das für eine Sieg? Nee. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, jetzt vielleicht. Komm schon. Trackmania. So. Bei Stadium brauche ich immer extrem viele Versuche, bis es einmal funktioniert hat. Das ist unglaublich. Ja. 25,70 habe ich jetzt. Aber ist noch immer zu langsam. Ich glaube, ich bin. Das war deine alte Zeit, ne? 25,70. Naja, GG, du hast gewonnen schon, ne? Ich glaube, ich verbessere mich auch nochmal deutlich, wenn ich jetzt ins Ziel komme. Sollte ich ins Ziel kommen. Okay. Das Auto hört sich komisch an. Ja, nochmal verbessert. Ganze 600. Wow. Ja, das war eindeutig. Damit gewinnt Luca diese Folge 4:1. Das Ja, ich bedanke mich fürs 5:1, was? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und bis dahin spielt schon brav weiter. Rein.